Mit einer Küstenlinie von 1600 Kilometern Länge ist Angola ein wahres Paradies für Sportfischer. Willkommen zu einer neuen Folge von Explore Angola. Unser Team fährt mit zwei Weltmeistern aufs Meer und entdeckt diese artenreichen und einzigartigen Gewässer. An der Atlantikküste gelegen ist Luanda ein perfekter Ausgangspunkt für Sportangler, gleichermaßen für Hobby oder den Wettkampf. Das Olé Sportfischer-Team kommt aus der Hauptstadt. Es ist ein sehr beliebter Sport. Und wir alle, die Fischer, die Verbände und Vereine, geben uns große Mühe, das Angebot zu verbessern. Wir tragen Weltmeisterschaften aus. Wir halten mehr als 20 oder 25 Weltrekorde in verschiedenen Kategorien. Es ist ein schönes Hobby und mit Sicherheit eine tolle Freizeitaktivität. Am Abend davor bereitet das Olé-Team seine Ausrüstung vor. Für das Angeln am frühen Morgen. Vor 7 Uhr am Morgen, Zeit aufs Meer hinauszufahren. Der heutige Angelplatz liegt 30 Kilometer nordwestlich von Luanda. An Bord einige der Besten in diesem Sport. José Cardoso, auch bekannt als C. Carlos, ist dreifacher Weltmeister im Sport- und Hochseefischen. Luis Mateus, weltbekannt als Luis van Dunen, ist ebenfalls ein bekannter Name. Mannschaftskapitän Nicolas ist Spanier und Skipper Jorge Russo vom Team Olé. Heute versuchen wir, Doraden zu angeln. Im Winter fahren wir auch zum Hochseefischen raus, um hochwertigen Fisch zu fangen. Doraden sind auch als Mahi-Mahi oder Goldmakrelen bekannt. Sie lieben tropische und subtropische Gewässer. Und es dauert nicht lange, bis sie anbeißen. Das ist ein Prachtexemplar, wie man es sich erhofft hat. Wir sind hier vor Angolas Küste des Lobito-Landkreises. Das ist ein fischreiches Gebiet. Auch vor Luanda gibt es mal mehr, mal weniger Fisch. Das hängt von der Jahreszeit ab. Wir tragen viele Meisterschaften aus, bei denen wir jedes Jahr viele Fische fangen. Lobito war Gastgeber von Weltmeisterschaften, was Teilnehmer über Angolas Grenzen hinaus anzieht. Das Benguela-Küstengebiet ist auch ein guter Ort zum Fischen. Hier mischen sich kalte mit wärmeren tropischen Gewässern. Das Meer in Angola ist gut im Vergleich zu Costa Rica, Cabo San Lucas in Mexiko und anderen Ländern ist Angola nicht weit dahinter. Erfolg beim Sportfischen. Es ist eine Frage der Liebe zu Kianda, unserer Göttin des Meeres. Wenn wir etwas essen oder trinken, opfern wir ihr immer etwas. Wir vertrauen darauf, dass sie uns an einen guten Ort bringt. Wir verdanken ihr unsere Fänge. Veranstaltungen im Sportfischen sind wegen der Pandemie erst einmal auf Eis gelegt. Aber diese Fischer hoffen, dass sie sich bald wieder mit den Besten der Welt messen können. Das war's von Explore Angola. Wir sehen uns bald wieder, um mehr von diesem vielfältigen Land zu entdecken. Danke fürs Zuschauen. Merci d'avoir été avec nous.